Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Die Macht der Düfte, wie das Riechen unser Leben bestimmt, von Professor Hans Hatt. Gehalten am 21. Oktober 2009 in der Urania in Berlin. Ja, ganz herzlichen Dank für diese freundliche und umfangreiche Einführung und Einleitung und Vorstellung meiner Person. Ich freue mich natürlich auch, dass ich hier sein darf und dass die DFG mich also ausgewählt hat, hier vorzutragen, weil es mir wirklich ein persönliches Anliegen ist, Menschen von ihrer Nase zu begeistern und die Menschen auch natürlich darauf aufmerksam zu machen, was Düfte alles mit ihnen so anstellen können und dass sie vielleicht am Ende dieses Vortrags nicht nur mit offenen Augen durch die Welt gehen, sondern dass sie dann auch mit einer offenen Nase vielleicht durch die Welt gehen. Ich werde oft gefragt als Riechforscher, können Sie besonders gut riechen? Dann kann ich immer wieder sagen, nicht viel besser als andere auch. Also das ist nicht der Unterschied, sondern ich habe mir angewöhnt, wenn ich einen Raum betrete zum Beispiel, einfach auch nicht nur mich umzusehen, sondern auch umzuriechen. Und dann werden Sie erstaunt sein, was Sie alles für Informationen, was Sie alles für Düfte wahrnehmen. Wir haben gerade darüber gesprochen, wenn man heute Abend hier in die Urania gekommen ist, dann hat man eben den Duft von einer größeren Personengruppe von älteren Damen, die eben ein bestimmtes Parfum bevorzugen, nämlich schon diese klassischen Tosca und 4711 Noten sofort wahrgenommen. Das ist jetzt überhaupt keine negative Wertung, sondern es ist einfach ein Charakteristikum, das man dann aufnehmen kann, wenn man eben riecht, wenn man wo reingeht. Und als ich jetzt im Zug hierher saß, dann an dem Gangplatz, habe ich eben auch versucht, die Leute, die an mir vorbeiliefen, nicht nur anzuschauen, sondern auch ein Stück Duft von denen zu erhaschen. Und wenn Sie das mal versuchen, so über Leben zu übertragen, dann werden Sie sehen, was Sie alles für neue Informationen zusätzlich bekommen, die manchmal zum optischen Bild passen, manchmal nicht. Also spannende Welt eröffnen, denn diese Duftmoleküle sind überall. Es gibt keinen duftfreien Raum. Jeder Raum ist, da schwirren eigentlich Duftmoleküle wie Staubkörner hier in der Luft herum und Ihre Nase nimmt sie auf, Ihre Nase registriert das, Ihre Zellen, das werde ich Ihnen gleich vorführen dann, arbeitet mit diesen Düften und meldet eine Information an Ihr Gehirn. Das heißt, 24 Stunden am Tag, Tag und Nacht, auch die ganze Nacht werden Sie schlafen, laufen bei jedem Atemzug Informationen aus der Nase in Ihr Gehirn und verändern natürlich Ihr Gehirn, beeinflussen Ihr Gehirn. Und viele Entscheidungen, das ist eben auch mit ein Teil dieses Titels, wie Düfte unser Leben bestimmen. Viele Entscheidungen, die Sie treffen, sind vielleicht unbewusst darauf zurückzuführen, dass Ihre Nase zu einem Zeitpunkt, wo Sie das gar nicht bewusst registriert haben, Informationen bekommen hat über Düfte und dass Sie deswegen mit einbezogen werden in Ihre Entscheidungen und entsprechend dann ausfallen. Sie werden sagen, mein Gott, wenn man so viel über Düfte weiß und wenn das alles so spannend ist, warum ist dann so wenig bekannt darüber? Und das ist eben auch immer eine oft gestellte Frage, warum wissen wir so wenig, warum haben wir uns so wenig damit beschäftigt? Nicht nur die Bevölkerung, auch die Wissenschaftler, muss man ehrlich sagen. Das hat immer sicher viele Gründe. Einer davon ist natürlich, zumindest für die Bevölkerung, dass Riechen eher ein animalischer Sinn ist. Etwas, was Tiere tun. Wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, dann riecht der Hund irgendwie am Hintern vom anderen Hund oder ähnliches. Das heißt, also das sind alles so animalische, triebhafte Vorgänge, mit denen wir Kognitiven, wir Intelligenten, wir vergeistigten Menschen eigentlich doch gar nichts mehr zu tun haben wollen. Und vielleicht auch so die Sorge, und da geht es dann auch in den kirchlichen Bereich rein, die Sorge, dass das alles mit Sexualität zu tun hat und mit Steuerung. Das heißt, wir wissen ja von dem Tierreich, dass Düfte bei Tieren untereinander, das eine Tier kann mit dem Duft das andere Tier steuern, ob das will oder nicht. Um wieder das Hundebeispiel zu nehmen, wer mit einer läufigen Hündin spazieren geht oder mit einem Rüden danach, der Rüde hat keine Chance, wenn er die läufige Hündin riecht, dann muss er da hinrennen. Der kann jetzt nicht sagen, jetzt esse ich zuerst mal meinen Topf aus und dann schaue ich mal, wo dieses Mädel ist. Das ist ein Reflex, das ist eine feste Verbindung. Und damit wollen wir eigentlich auch nichts so richtig zu tun haben, dass wir Menschen von einem sensorischen Eingang so geprägt sind, so auch gesteuert sind, dass wir gar keinen freien Willen haben. Und das ist eigentlich das, was Düfte sehr häufig mit Tieren machen
ohne deren Willen eine Reaktion auszulösen. Pheromone, da gehört kein Wille dazu. Das ist eine richtige feste Verbindung. Und das ist, glaube ich, alles sind alles Punkte, warum wir uns vielleicht so sehr den Düften eher abgewandt haben und gesagt haben, wir sind Augenmenschen, wir sind Gehörmenschen, wir wollen damit zu tun haben. Für die Wissenschaft, glaube ich, war es mit einem Punkt, dass die Welt der Düfte so eine komplexe ist. Sie können sich vorstellen, es gibt Hunderttausende von Duftmolekülen und die wirken alle irgendwie. Also irgendwie waren die Wissenschaftler auch erschreckt, wie sollen wir mit dieser Riesenmenge von Informationen umgehen. Und das ist eben der Grund, warum wir eigentlich lange Zeit gedacht haben, die Menschen sind auf ihre Augen fixiert, auf ihr Gehör. Nase ist eher noch ein Lustorgan, das man vielleicht braucht, um an der Zigarre zu riechen, an einer Blume, vielleicht ein Parfum wahrzunehmen oder natürlich, ganz wichtig für die Weinliebhaber, ein Glas Wein zu riechen. Aber der Volksmund, das sehen Sie schon an diesen Sätzen hier, hat immer schon gewusst, dass mehr dahinter steckt. Ich kann dich nicht riechen, die Chemie muss stimmen. Der oder das stinkt mir gewaltig. Da sehen Sie schon, der Volksmund sagt schon was aus, Düfte haben mehr als nur das Lustprinzip, sondern sie beeinflussen uns in ganz tiefen Ebenen, auf ganz viele Weise. Und da hat die Wissenschaft, glaube ich, in den letzten 10 Jahren sehr, sehr viel dazugelernt und einen Fortschritt gemacht, wie in keinem anderen sinnesphysiologischen Gebiet, glaube ich, das sonst bearbeitet wird. Was man immer schon wusste war, und es wurde ja schon angedeutet, Essen hat was mit Riechen zu tun. Wobei natürlich hier der Volksmund so ein bisschen unpräzise ist. Man sagt nämlich eigentlich zum Essen schmecken. Also ich war gerade irgendwie in Memmingen an einem Wochenende an einer Tagung und da waren sehr viele Schweizer Kollegen und Wissenschaftler da und die haben mir erzählt, im Schweizer Wortschatz gibt es das Wort riechen nicht. Ich habe dann tatsächlich nachgeschaut in einem Schweizer Lexikon, das die Schweizer Mundart beherrscht, beinhaltet, da gibt es wirklich das Wort riechen nicht. Der Schweizer hat nur das Wort schmecken. Da schmeckt alles. Der Wein hat geschmeckt, das Essen schmeckt, alles schmeckt, es hat ein Geschmäckle, es ist nur alles schmecken. Wir selber machen es natürlich auch, wenn wir abends so ein wunderbares Teller vielleicht vor uns sehen im Restaurant und das gegessen haben oder eingeladen sind, dann sagen wir der Hausfrau auch nachher, es hat mir heute Abend gut geschmeckt bei Ihnen. Das ist eigentlich sehr unpräzise, um nicht zu sagen, im Grunde genommen falsch. Denn der Geschmackssinn, der physiologisch spielt sich nur auf der Zunge ab. Also nur die Zunge kann schmecken. Und die Zunge, wenn man die untersucht, was die erkennen kann an sensorischen Informationen, ist das relativ simpel. Nämlich das, was Sie aus der Schule her kennen, süß, sauer, salzig, bitter und vielleicht noch diesen Umami-Geschmack, diesen asiatischen, immer als fünfte Geschmacksrichtung bezeichnet. Sonst kann die Zunge nichts. Das heißt also, feine Zungen gibt es eigentlich gar nicht. Die sind alle relativ einfach und simpel strukturiert. Sie können damit, wenn Sie nur die Zunge hätten, vielleicht eine saure Gurke von einer Banane unterscheiden, von einer süßen, aber sonst eigentlich nichts. Der Rest dieses wunderbaren Essens, dazu brauchen Sie Ihre Nase. Und ich hoffe nicht, dass einer von Ihnen so richtig erkältet ist heute, sodass die Nase so richtig verstopft ist, so richtig verrotzt, würde man in Bayern sagen. Dann würde er nämlich ein wunderbares Objekt sein hier, um zu zeigen, dass was immer er isst, eigentlich schmeckt das, wie er sagen würde, sowieso nicht. Daran zeigt sich natürlich, dass er eigentlich weiterhin, wenn man ihn süß, sauer, salzig, bitter testen würde, das könnte er alles. Was er nicht kann, ist irgendeines dieser Nahrungsmittel, eine Kartoffel von einer Sellerie oder von einer Kohlrabi unterscheiden, das können Sie ohne Nase nicht. Das heißt, 80-90% der Informationen von einem guten Essen oder einem Glas Wein beruhen auf einer funktionsfähigen Nase. Und Sie können es heute Abend mal probieren, wenn Sie Spaß haben. Versuchen Sie mal, wenn Sie Abend essen, sich die Nase zuzuhalten und die Augen zuzumachen. Wenn Ihnen irgendjemand was in den Mund schiebt, Sie haben keine Ahnung, was das ist. Sie können höchstens sagen, naja, das schmeckt irgendwie salzig oder sauer, aber Sie wissen nicht, können nichts identifizieren. Sie brauchen Ihre Nase. Also eigentlich, wenn Sie das nächste Mal eingeladen sind bei der Hausfrau, sagen Sie, gnädige Frau, heute Abend hat es mir bei Ihnen gut gerochen. Die wird Sie wahrscheinlich etwas komisch anschauen und sagen, was ist jetzt los in der Wohnung, irgendwas passiert. Das wäre aber wissenschaftlich gewesen, jedenfalls korrekt. Es spielt noch einen Sinn, noch eine wichtige Rolle, auch beim Essen muss man sagen, den ich jetzt nicht erwähnt habe. Das ist der Nervus trigeminus. Das ist auch eine Art
Riechnerv. Allerdings braucht dieser Nervus trigeminus, der auch unsere Mundschleimhaut, die Augen, die Nase, aber auch die ganze Haut versorgt, die Gesichtshaut, der braucht sehr, sehr hohe Konzentrationen, 100 bis 1000 Mal mehr als die eigentliche Nase, die Riechsinneszellen brauchen. Und wenn der angesprochen wird, dann kann er zwar nicht erkennen, dass es eine Tomate oder eine Blume oder eine Rose oder eine Gurke ist, aber wenn er gereizt wird, dann reagiert er mit anderen sensorischen Empfindungen, nämlich sowas wie beißend, ätzend, stechend, heiß, kalt, Schmerz. Das heißt, das ist eigentlich unser Schmerznerv und er ist verantwortlich, dass viele Nahrungsinhaltsstoffe so einen gewissen, wie würde man sagen, Pep bekommen. Also Pfeffer ist ein klassischer Reiz für den Trigeminus. Sie können also so ein Essen natürlich pfeffern oder mit einem Peperoni etwas draufgeben, dass es ein bisschen schärfer wird. Dann wird das, wenn Sie es normal dosieren, angenehm sein. Das gibt dann diesem Essen den richtigen Pfiff. Aber wenn Sie es überdosieren, die Peperoni, dann wissen Sie, dann ist es heiß und tut weh. Das heißt, wenn man diesen Schmerznerven zu stark reizt, dann wird er einem ein Schmerzgefühl erzeugen. Im Übrigen kann auch der Barrique, deswegen habe ich das Fass hingemacht, daran arbeiten wir gerade mit mehreren Instituten zusammen, auch in München, dem Barrique auf der Spur zu gehen. Auf dem Barrique-Geschmack sagen wir natürlich, ist auch kein Geschmack, sondern das sind auch Inhaltsstoffe im Rotwein, die den Nervus trigeminus aktivieren. Das wussten wir bis heute noch nicht. Das erzähle ich Ihnen heute also als Erste hier. Erfahren Sie, dass Barrique weder riechen ist, noch schmecken, sondern Nervus trigeminus. Das sind chemische Moleküle, die wir gerade isoliert haben, auch von denen einige. Und damit könnte ich Ihnen zum Beispiel jeden Rotwein jetzt einen 20 Jahre alten Barrique-Geschmack geben, indem man ein bisschen was von dieser Flüssigkeit da reintropft. Das ist auch der Nervus trigeminus. Was ich Ihnen aber noch sagen will, ist natürlich, da dieser Nervus trigeminus alle Duftstoffe in hoher Konzentration, wie gesagt, auf die reagiert, nämlich mit Schmerz oder solchen Empfindungen wie beißend, ätzend, heißt das natürlich auch, dass wenn Sie einen Duft in einem Raum überdosieren, dass Sie dann natürlich diesen Nerven reizen und dann all diese Symptome erzeugen können, die eigentlich normale Düfte in normalen Konzentrationen nie bei Ihnen hervorrufen. Also die Leute, die mir immer sagen, ja, ich kann diese Düfte nicht haben, da kriege ich immer Kopfschmerzen und Übelkeit und so, denen kann ich eigentlich nur raten, Leute, macht mal weniger Konzentration, nehmt mal weniger Moleküle, dann werdet ihr sehen, Duft in einer niedrigen, normalen Konzentration wirkt, macht überhaupt keine Kopfschmerzen, macht überhaupt keine Übelkeit, sondern das ist nur dann der Fall, wenn Sie eine Duftlampe aufstellen, ein Feuer drunter machen, das Zeug noch erhitzen, dann gehen riesige Mengen in die Luft, in dem Raum stinkt es wie blöde, es werden durch das Erhitzen auch noch die Flüssigkeit verdampft, bis alles verkokelt, dass Sie nachher natürlich dann in dem Raum Kopfschmerzen kriegen, müssen Sie sich eigentlich nicht wundern. Nun aber zum eigentlichen natürlich Geruchssinn. Sie sehen Sie, wenn Sie jetzt die Nase sich zuknoten oder zuhalten, was dann übrig bleibt, das ist alles Riechen. Ich muss aber doch noch einen kleinen Einschub machen. Weil, ich wurde es auch gerade vorher mal gefragt, es gibt doch die Aromatherapie. Es gibt doch Duftstoffe, von denen man sagen kann, die wirken auf ihren Körper gesundheitsfördernd, beruhigend, erregend, was immer. Die wirken vielleicht auch in einer Form entspannend. Ist das nun irgendwas, was mit der Nase zu tun hat? Ich glaube nicht unbedingt. Wir haben vor kurzem einmal ein Experiment gemacht und haben gesagt, wie kommt es denn, dass bestimmte Duftmoleküle tatsächlich solche Reaktionen beim Menschen hervorrufen, die ich Ihnen gerade beschrieben habe, dass sie also entspannende Wirkung haben, aufregende, wachmachende Wirkung. Ist das Esoterik oder gibt es da einen wissenschaftlichen, physiologischen Hintergrund? Und wir haben einen Mechanismus entdeckt und der wird dieses Jahr auch noch veröffentlicht werden oder ist gerade dabei, von dem Journal gedruckt zu werden. Da geht es nämlich um einen Duft, der aus dem Jasmin kommt. Sie sehen, es gibt hier Aromatherapie auch als in einer Deo oder Shampoo, in einer Shampooflasche. Und von dem wir gefunden haben, dass er 10-mal wirksamer ist als Valium. Valium kennen Sie alle. Valium ist ein chemisches Molekül, Benzodiazepingruppe, die Sie normal zum Einschlafen bringt, die also sedierend wirkt.
angstlösend wirkt und Ähnliches. Wie kann ein Duftmolekül aus dem Jasmin isoliert, das ist diese Patentnummer von diesem Duft, wie kann dieses Duftmolekül bei irgendwie solche Wirkungen hervorrufen? Und was wir zeigen konnten war, dass tatsächlich dieses Molekül jetzt nicht über die Nase, ehrlich gesagt, sondern über ihre Atmung wirkt. Das heißt, alle Düfte, die im Raum sind, atmen sie nicht nur ein über die Nase, sondern auch über den Mund oder über die Nase nach rückwärts und kommen in die Lunge mit der Luft zusammen, von der Lunge ins Blut, vom Blut dann werden sie ins Gehirn transportiert. Sie können den Duft aber auch als Salbe auf der Haut auftragen. Von der Haut geht es auch ins Blut, dieser durchblutet vom Blut ins Gehirn. Und was wir zeigen konnten an Mäusen ist, dass dieser Stoff im Gehirn der Maus exakt an die gleichen Stellen, an die sogenannten Schlafrezeptoren, GABA-Rezeptoren heißen die für die Wissenschaftler unter Ihnen, die Gamma-Aminobuttersäure-empfindlichen Rezeptoren, dass er an die gleichen Bindestellen benutzt, wie es Benzodiazepine tun oder wie es andere sedierende Mittel wie Propofol, das ist gerade durch die Zeitung gegangen, weil Michael Jackson sich damit, ja, weil er damit ja umgebracht wurde. Das sind also starke Schlafmittel und dieses Molekül wirkt exakt an den gleichen Stellen in Ihrem Gehirn, an den gleichen molekularen Substraten, wie es diese Substanzen tun. Das heißt, im Jasmin, der ja aus Jasminduft, der ja aus vielleicht 100 verschiedenen zusammengemischten Chemikalien besteht, gibt es eben eine Substanz, die eben dann im Gehirn diese Wirkung auslöst und man kann zeigen, dass auch diese Duftmoleküle im Blut sehr schnell im Nanogramm-Bereich angedockt oder vorkommen, nachgewiesen werden können und die Blut-Hirn-Schranke durchtrennen können, bei der Maus zumindest. Im Moment testen wir das natürlich gerade beim Menschen. Das heißt, was ich Ihnen jetzt hätte vorführen können, wenn ich jetzt hätte im Zug Mäuse mitbringen können, ich hätte Ihnen jetzt einen Mäusekäfig hier aufbauen können, diese Duft, ein Duftfläschchen reinstellen und dann wäre die Aktivität dieser Mäuse, die natürlich normal wie Blöden im Käfig rumrennen, plötzlich abhängig von der Duftkonzentration immer geringer geworden und bei einer bestimmten Konzentration wäre die gegen Null gegangen. Das heißt, die Mäuse sitzen alle in der Ecke im Pennen vor sich hin, weil sie eben durch den Duft eben sediert wurden und angstlösende Wirkung zeigten. Da sehen Sie die Macht der Düfte, hat jetzt nichts mit der Nase zu tun, sondern mit den Düften, die eben über das Blut, über den Blutweg in Ihr Gehirn gelangen. Im Moment arbeiten wir natürlich an der gegenteiligen Wirkung auch. Das heißt, wir versuchen jetzt natürlich, die Erregungsrezeptoren im Gehirn, die Glutamatrezeptoren, mit bestimmten Düften zu verstärken, deren Antwort, und damit natürlich den gegenteiligen Effekt auszulösen, dass sie also wach würden, aktiv würden, aufmerksam werden. Und in Aromatherapie sind das genau die Substanzen. Jasmin ist in jedem Aromatherapiebuch als ein schlaffördernder, sedierender Stoff beschrieben. Und es gibt andere Stoffe im Bereich der Zitrus- und Mentholwirkungen, die das Gegenteil machen, nämlich die Aktivierung, die sie munter machen, Minze zum Beispiel auch, die die Aufmerksamkeit erhöhen, was in der Schule heutzutage schon häufig angewandt wird, dass Schüler eben durch Minze zum Beispiel stark in ihrer Aufmerksamkeit verbessert werden. Also Aromatherapie, wir wissen viel zu wenig im Moment, hat aber, wenn man genau nachschaut, an einigen Stellen jedenfalls sicher wissenschaftliche Grundlagen. Nun aber zum Riechen, eigentlichen Riechen, also zu dem, was Ihre Riechsinneszellen in Ihrer Nase mit Ihnen so alles machen können. Alles, was riecht, muss über Dampfdruckmoleküle in die Luft abgeben und wie gesagt, dann sind sie hier im Raum überall, diese Moleküle, und sie müssen sie dann beim Einatmen mit der Luft, nehmen sie auch die Moleküle auf und in der obersten Etage ihrer Nase, dort sind die Riechsinneszellen, die diese Moleküle dann erkennen können. Wenn so ein Duftmolekül eine Riechsinneszelle erregt, ich werde Ihnen gleich nachher zeigen, wie das funktioniert, dann wird dort ein Strom ausgelöst, ein richtiger elektrischer, messbarer Strom. Und dieser Strom wird über Nervenzellen, das sind diese gelben Fasern, durch den Schädelknochen hindurch, die laufen also von der Nase durch den Schädelknochen, diese Nervenleitungen in ihr Riechhirn, Bulbus olfactorius, und von dort wird die Information dann direkt in diesen Teil ihres Gehirns geleitet, der gehört zu den ältesten Teilen. Das nennt man wissenschaftlich limbisches System, Hypothalamus, Hippocampus. Hippocampus ist der Teil des Gehirns, in dem zum Beispiel Ihre Erinnerungen abgespeichert werden, Gedächtnis liegt. Limbisches System ist das System in Ihrem Gehirn, der Teil, der die ganzen Emotionen, die Stimmungen macht, die Triebe, all diese Dinge, Befindlichkeiten. Und zu diesen
Teilen ihres Gehirns haben die Riechzellen einen direkten Zugang. Mit einer Nervenbahn kommen sie hier rein. Das gibt kein anderes Sinnesorgan, das so einen unmittelbaren Zugriff hat auf diese Systeme. Und das wissen Sie natürlich auch, oder Sie werden es gleich verstehen, warum vieles von dem, was ich Ihnen nachher erzähle, wie Düfte eben Ihre Emotionen, Ihre Stimmung und all diese Dinge beeinflussen können, woran das liegt, warum Sie Erinnerungen auslösen können, weil Sie diesen direkten Zugang haben. Und nur ein Teil der Information geht auch durch den Thalamus, den man immer als Tor zum Bewusstsein bezeichnet, geht durch den Thalamus in Ihr Bewusstsein und nehmen Sie bewusst wahr. Sie können das natürlich üben, Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, dann wird es mehr. Aber wenn Sie das nicht tun, dann wird nur ein ganz kleiner Teil der Information wird auch in den Neokortex geleitet und wird Ihnen bewusst wahrgenommen, der Rest. Aber die Information wird immer da reingeleitet und tut immer ihre Wirkung in diesen wichtigen Teilen Ihres Gehirns. Und was sind nun die Wirkungen? Ja, das Riechen ist insofern auch ein wahnsinnig interessanter Sinn, weil er nämlich aktiv ist, weil sie riechen, bevor sie überhaupt auf der Welt sind. Embryonen können riechen. Man kann zeigen, dass tierische Embryos, aber auch Menschen als Embryo bereits riechen. Das ist wahrscheinlich einer der ersten Sinne, die sie überhaupt funktionsfähig besitzen, haben. 24. Schwangerschaftswoche ist das Riechsystem komplett ausgeprägt bei ihnen. Und gefunden haben es Kollegen aus München schon vor etwa 20 Jahren in einem super tollen Experiment. Hans Distel und Robin Hudson haben im Psychologischen Institut in München ein schwangeres Kaninchen untersucht und haben dieses schwangere Kaninchen, diese Kaninchenmutter, mit Kaninchenfutter gefüttert, dem sie Wacholdergeruch zugesetzt haben. Sie wissen, das ist ziemlich intensiv, Wacholdergeruch. Und was sie dann getestet haben, sie haben dann die Tiere dieser Mutter ein Jahr nach ihrer Geburt und sie haben tunlichst darauf geachtet, dass sie, so wie sie auf der Welt sind, diese Tiere, nie mehr Wacholderbeeren riechen. Ein Jahr nach der Geburt haben sie diesen Tieren Kaninchenfutter und Kaninchenfutter mit Wacholderbeeren angeboten. Wacholderbeeren ist viel zu intensiv für Kaninchen, würden sie normal nie fressen. Aber wenn sie nichts anderes kriegen, dann hat sie eben diese schwangere Mutter gefressen. Und sie werden sich natürlich schon vorstellen können, was passiert ist. Das sind die einzigen Kaninchen, die Kinder dieser Mutter, der Welt, die, wenn man ihnen Kaninchenfutter und Kaninchenfutter mit Wacholderbeeren anbietet, tatsächlich das Kaninchenfutter mit Wacholderbeeren bevorzugt haben. Die einzige Erinnerung an Wacholderbeeren kommt aus dem Mutterleib. Sie haben dort bereits den Geruch kennengelernt, abgespeichert und sie können ihn nach einem Jahr noch wieder und bewerten ihn positiv. Beim Menschen gibt es solche Daten inzwischen auch für Anis. Die große Studie mit Anisgeruch, wenn die Mütter also Anis essen oder was, vielleicht haben sie Pernod getrunken. Auf jeden Fall, die Kinder dieser Mutter, die können dann auch hochsignifikant eben bevorzugen die Anis gegenüber allen anderen Menschenkindern. Und es gibt natürlich, ja, die haben sie ja fast geahnt wahrscheinlich schon, inzwischen auch Daten, dass Knoblauchmütter auch Knoblauchkinder erzeugen. Also, sie riechen schon, im Mutterleib werden schon dort geprägt und da unten steht ein ganz wichtiger Satz, das heißt nämlich, dass jede Bewertung eines Duftes, ob Sie ihn mögen oder nicht mögen, ob Sie ihn angenehm oder unangenehm finden, ist nicht genetisch über Ihre Gene fixiert, sondern jede Bewertung ist anerzogen durch den Kulturkreis oder die persönliche Erfahrung geprägt. Es gibt weltweit keinen Duft, den jeder Mensch mag. Es gibt aber auch keinen, den jeder Mensch nicht mag. Sie prägen jeden Duft persönlich, je nachdem, wie Sie ihn kennengelernt haben, was die Mutter gesagt hat. Ist immer das Beispiel mit dem Fäkalienduft. Jeder sagt, mein Gott, aber auf Deutsch gesagt, scheiße, das ist doch etwas, wo jeder nicht mag. Das ist nicht wahr. Jeder, der Kinder hatte, weiß, dass die Kinder in den ersten Lebensmonaten, Jahren da überhaupt keine Abneigung haben. Tiere ja auch nicht. Die spielen auch damit. Die Mutter muss ihnen erst fünfmal auf den Finger hauen und sagen, du hast deinen Stinki gemacht. Das ist Ä und Pfui und Kaka. Damit wird man erzogen, dass dieser Duft unangenehm ist, negativ bewertet wird. Wenn die Mutter sagen würde, riech doch mal, lecker, super, toll, dann hätten sie völlig andere Einstellung zu ihren eigenen Fäkalien natürlich. Sie sehen, das ist wirklich anerzogen, das ist nicht genetisch fixiert. Und das andere ist natürlich auch, dass sie mit dieser Bewertung eben auch in späteren Lebensjahren praktisch jeden Duft, den sie auch später kennenlernen, immer danach bewerten, welches Erlebnis sie damit hatten. Und das heißt natürlich auch, dass Sie mit dieser Bewertung die Erinnerung von der Situation, in der Sie Duft kennengelernt haben, auch mit in Ihrem Gehirn verknüpfen.
Und deswegen ist jede Duftbewertung immer ganz eng mit Erinnerungen gekoppelt. Das kennt jeder von Ihnen, dass es einen Duft gibt, der ihn sofort in die Kindheit zurückversetzt. Wenn er den riecht, dann sagt er, Mensch, ich komme sofort das Schulhaus, dieses Klassenzimmer vor Augen. Oder er riecht sofort seine Heimat, wo er aufgewachsen ist. Das heißt, wie ein Lichtschalter kann man mit Düften Erinnerungen auslösen, wie mit keinem anderen Sinnesorgan, nicht mit Bildern und nicht mit Tönen. Düfte sind da perfekt, weil eben dieser direkte Zugang zu diesen hippocampalen Zentren, zum Hippocampus, zu diesen Gedächtnisstellen ist. Und Sie können natürlich, wenn Sie so einen Duft wunderbar mal geprägt haben, wie den Apfelkuchen zum Beispiel, dann ist der natürlich immer der Beste und bleibt der Beste. Also Großmutters Apfelkuchen wird kein Drei-Sterne-Koch versuchen zu imitieren. Er hätte keine Chance, weil jeder sagt, bei meiner Großmutter hat es auch besser geschmeckt als bei Ihnen. Wird ihn wenig erfreuen. Und Marcel Proust hat es ja so schön beschrieben in seinem Buch Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Viele von Ihnen kennen die Geschichte natürlich mit der Madeleine und mit diesem Keks und dem Tee, den er da eintaucht und sofort kommt das Bild wieder vor Augen. Das hat jeder von Ihnen, glaube ich, so ein Dufterlebnis, wo er dann sich in diese wunderschöne Zeit an Weihnachten oder wann immer zurückversetzen kann. Ja, mit dieser Prägung können Sie aber natürlich auch erreichen, dass Sie Menschen, und damit komme ich wieder eigentlich auf den Anfang zurück des Vortrags, nämlich, dass wenn ich einen Raum gehe, wie hier in der Urania, und ich rieche einen bestimmten Duft, dann verbinde ich diesen Duft mit bestimmten Erlebnissen, Personen, Menschen. Und Sie sehen, das haben ein amerikanischer Kollege, Alan Hirsch, sich zunutze gemacht. Der hat nämlich einen Duft gefunden, das Blumenduft, florale Noten. Wenn Frauen den auftragen, dann erscheinen füllige Frauen in Männeraugen, Nasen eigentlich natürlich genau gesagt, 6 Kilo leichter, wenn sie diesen Duft haben, floralen Duft. Das ist das olfaktorische Äquivalent zum Lenkstreifen. Sie wissen, wenn Sie etwas fülliger sind und Sie tragen Lenkstreifen, dann macht das optisch, das Auge wird getäuscht und macht Sie schlanker. Wenn Sie diesen Duft noch zusätzlich tragen, 10 Kilo wie nix, ja. Und inzwischen gibt es auch noch einen zweiten Duft, nämlich rosa Pampelmusenduft. Muss die rosa Pampelmuse sein. Wenn Sie den tragen, erscheinen Sie 6 Jahre jünger, als Sie sind. Mehrmaliges Aufsprühen bringt nicht 12 oder 18 Jahre im Übrigen, sondern es bleibt bei den 6. Also, Sie können also mit einem Duft sozusagen die Mitmenschen beeinflussen, wie alt sie geschätzt werden, wie schwer sie geschätzt werden. Sagen Sie, was gibt es denn das? Ist das Käse irgendwie? Nee, das basiert nämlich genau auf dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Sie haben jeden Duft mit einer bestimmten Person verknüpft. Das spricht, also heißt also, wenn Sie jetzt Chanel Nummer 5 verwenden oder Tosca oder so etwas, dann ist das ein Duft, den eher die älteren Damen haben, weil das eine ist zu teuer und das andere ist die Erinnerung natürlich an die alten Düfte und damit werden Sie automatisch älter geschätzt. Ja. Und es gibt natürlich auch, wenn Sie einmal, sagt er schon, schwere Düfte, orientalische, schwere Düfte, wo also eher die orientalischen Mamas tragen, wenn Sie den verwenden, dann werden Sie automatisch auch schwerer geschätzt und wenn Sie den ganz floralen heißt also zitrusartigen, frischen Duft verwenden, den haben die jungen Mädels, wenn sie irgendwie Tennis spielen und alle schlank sind noch, dann werden sie automatisch leichter geschätzt. Sie sehen, Sie können tatsächlich mit solchen Düften auch solche Bewertungen verändern. Sie müssen natürlich nur schauen, wenn Sie abends dann aus der Dusche kommen, dann ist natürlich alles wieder vorbei und dann schauen Sie wieder alt aus und relativ schwer. Also das hilft dann nur nachsprühen natürlich. Ja, ich komme gleich. Ich komme gleich drauf, ich habe Ihnen auch den Jungbrunnen zumindest mal mitgebracht, den können Sie nachher testen, ich kann auch mal schnell durchgehen lassen. Also das ist der Duft, sprühen Sie aber nicht so, reiben Sie lieber an der Handfläche, stinkt intensiv, weil sonst stinkt der ganze Saal danach. Also das ist der Duft, der Sie sozusagen 10 Jahre jünger macht. Nun, wie wir alle wissen, kommunizieren wir selber natürlich auch mit Düften. Das heißt, jeder von Ihnen gibt Duft ab. Und zwar auf verschiedenste Weise, vor allem natürlich Körperduft über die Schweißdrüsen und die meisten dieser Drüsen sitzen eben im Genitalbereich und eben in der Achselhöhle. Dort setzen Sie erhebliche Mengen dieser Duftmoleküle frei und ich glaube, auch das ist eine natürlich kulturelle Bewertung. Sie wissen ja, dass Schweißduft eigentlich von den meisten Menschen nicht besonders positiv bewertet wird. Und das ist aber auch kulturbedingt. Das heißt, wenn ich Sie jetzt bitten würde, Ihre Nase in die nasse, schweißige Achselhöhle Ihres Nachbarn zu stecken, dann würde ich, glaube ich, keine große Begeisterung bei Ihnen hervorrufen können. Und das liegt eben daran, dass wir geprägt sind, auch von unserer Mutter und von unserer Erziehung, von unserem Kulturkreis, Schweiß ist negativ, der wäscht sich nicht, ist unsauber, das ist nichts.
Das war früher anders. Der Napoleon hat seiner Josephine immer geschrieben, wasche dich nicht, ich komme. Er liebte diesen wahnsinnigen Schweißgeruch von ihr so sehr. Das ist, der Ludwig XIV. Hat seinen Mitarbeitern bei Todesstrafe verboten, sich mehr als einmal im Monat zu waschen, weil er diesen animalischen, menschlichen Geruch so gerne hatte. Das heißt, das ist wirklich auch ein Kulturproblem, dass wir Schweiß nicht haben wollen. Es wäre aber interessant, wenn wir das riechen würden und gerne riechen würden, weil in dem Schweißgeruch, den wir abgeben, nicht nur diese Schweißmoleküle sind, das ist Fettsäure und Buttersäure, das sind eigentlich Moleküle, die wir nicht mal selber produzieren und die unsere Schweißdrüsen abgeben, sondern diese Schweißmoleküle, Buttersäure, Fettsäuren, die kommen von Mikroorganismen, von kleinen Lebewesen, die unseren Körper außen besiedeln und die zerlegen Bestandteile des Schweißes in diese stinkenden Komponenten. Also ist eigentlich gar nicht unser Geruch. Was aber noch drin ist in der schweißigen Flüssigkeit, ist ein Individualgeruch. Das heißt, jeder von Ihnen trägt im Schweiß eine Duftmischung, die er auch nach außen abgibt, die für ihn persönlich charakteristisch ist. Jeder Mensch kann an seinem eigenen Körperduft wiedererkannt werden. Jedes Tier, wenn ihr einen Hund hättet, könnte jeden von ihnen an seinem Duft erkennen, unterscheiden. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Das heißt, wir haben alle einen individuellen Körpergeruch. Sehr spannend. Und die Frage ist natürlich, geben wir auch sowas wie Pheromone ab? Das habe ich am Anfang auch erwähnt. Also Düfte, die beim anderen Mitmenschen immer die gleiche Reaktion hervorrufen. Nun zum Individualgeruch ein paar Sätze. Es gibt da das schöne Buch, das Parfum. Ich denke immer, der Süßkind müsste eigentlich den Nobelpreis kriegen dafür. Es war der erste Mensch, hat sich, glaube ich, weiß nicht, ob Sie sich schon mal überlegt haben, es war der erste Mensch in der Geschichte der Menschheit, ist noch nie passiert, dass ein Schriftsteller, und es gibt hunderttausende, Millionen von Büchern und solche Geschichten, ein Buch aus der Sicht der Nase geschrieben hat und nicht aus der Sicht der Augen. Alle Bücher werden aus Sicht der Augen beschrieben. Alles, was beschrieben wird, wird optisch stark beschrieben. Er hat zum ersten Mal die Idee gehabt, ein Buch aus der Geschichte der Nase zu schreiben. Finde ich einfach gigantisch. Und was er gemacht hat, war ja, dass es einen Menschen gab, den Granui, der kam ohne Körperduft auf die Welt, wurde aussätzig behandelt. Sie sehen, kein Duft ist etwas Negatives. Das Umweltbundesamt, ich hoffe, es ist keiner da, hier in Berlin, die wollen immer duftfreie Räume schaffen. Die sagen, Düfte sind irgendwie schrecklich, die machen ganz Böses mit uns, die machen Allergien, die müssen alle verboten werden, die Gegenstände dürfen nicht mehr duften. Ein duftfreier Raum wäre, glaube ich, etwas, wo Sie sich überhaupt nicht wohlfühlen würden. Das wäre etwas Furchtbares. Man darf sie nur nicht überdosieren. Aber Düfte gehören zu unserem Leben. Und wir selber geben natürlich am meisten Düfte ab und füllen diesen Raum damit. Also das war ein armer Mensch, der keinen Duft hatte. Und deswegen hat er andere umgebracht, nämlich rothaarige Frauen, und wollte unbedingt den Duft von rothaarigen Frauen gewinnen und damit auch sich selbst einen Duft geben. Und wie hat er das gemacht? Er hat diese Frauen sozusagen nach dem Umbringen auf ein Tuch gelegt, hat das mit Fett eingeschmiert und dann gingen die Duftmoleküle aus dem Körper der Frauen in dieses Fett über. So macht man das auch wenn man eben Düfte aus Blumen heraus isolieren will, und hat dann daraus diesen Duft gewonnen. Kann man tatsächlich den Körperduft eines Menschen habhaft werden? Kann man ihn auch isolieren? Kann man ihn abspeichern? Sie sehen, Sie können es. Hier in jedem Glas ist ein menschlicher Körperduft Vakuum verpackt. Das sind Bilder hier aus dem Stasi-Museum. Die Stasi hat also früher tatsächlich den Körperduft von potenziellen Republikflüchtigen gesammelt. Und wer den Film Das Leben der anderen gesehen hat, weiß, wie das geschehen ist. Und hat diesen Duft der einzelnen Menschen in diesen Gläsern eingesperrt. Und den könnte man heute noch, wenn das Vakuum verpackt ist, benutzen, um diesen Menschen wiederzuerkennen. Wir waren nicht im Westen da nicht viel besser. G8-Gipfel war ja dann die Spiegel-Schlagzeile Stasi-Methoden in Deutschland, weil nämlich die Hamburger Polizei eben auch potenziellen Störenfrieden für diesen G8-Gipfel da Duft abgenommen hat, mit der Idee, die daran wiederzuerkennen. Dass, wenn eine riesige Menschenmasse ist, dass man die einen Hund da reinschicken kann zum Beispiel, ihn diesen Duft riechen lässt und die Person dann rausziehen lässt, die zu diesem Duft gehört. Also Sie können tatsächlich Menschen an ihrem Körperduft erkennen, aber Sie sehen schon, Duft geben wir, Körperduft ist etwas Intimes, das wollen wir nicht hergeben. Wenn ich nach Amerika einreise, muss ich einen Fingerabdruck abgeben, muss ein Foto machen lassen. Ich bin gespannt, wann die Amerikaner auf die Idee kommen, dass auch noch so ein Adjutant da ist und meine Achselhöhlen den stinkenden Flugzeugschweiß auswischt und dann auch speichert.
weil sie natürlich auch merken, das ist auch ein zusätzliches Merkmal, das heißt, ihr Körpergeruch ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Ein Hund kann jeden, wie gesagt, unterscheiden. Er kann allerdings zwei Menschen nicht unterscheiden und damit kommen wir auch auf den Hintergrund, woher kommt der Körperduft, nämlich zwei Menschen, die genetisch identisch sind, eineige Zwillinge. Das heißt, ihr Körperduft repräsentiert ihr Genom. Je unterschiedlicher der Körperduft ist, desto unterschiedlicher sind die Gene zum anderen Menschen. Und je ähnlicher der Körpergeruch ist, desto ähnlicher sind die Gene. Also Kinder, Familien haben ähnlichen Körpergeruch. Andere haben sie unterschiedlichen. Frage ist, warum hat die Natur so etwas gemacht? Normal hat ja alles einen Sinn, was so die Natur macht, die Evolution. Nun, bei Mäusen weiß man es inzwischen. Ein früherer Schüler von mir, Frank Zufall, hat das vor einigen Jahren herausgefunden, denn auch jede Maus riecht anders. Wozu haben Mäuse einen individuellen Körpergeruch? Nun, bei der Maus ist es so, dass die Mäusefrau ihren Mann danach aussucht. Nämlich, wenn ich eine Mäusefrau mitgebracht hätte und 10 Mäusejungs, dann könnte ich Ihnen genau sagen, welchen von den 10 Jungs diese Mäusefrau jetzt für die Sexualität, muss man sagen, aussucht. Nämlich nicht den, der den längsten Schwanz hat oder die größten Ohren oder das kuscheligste Fell, interessiert die Mäusefrau gar nicht. Das Einzige, was sie an dem Mann interessiert, ist sein Geruch. Und zwar würde die immer den Mann von den 10 nehmen, der am unterschiedlichsten in seinem Körpergeruch ist im Vergleich zu ihrem eigenen. Das heißt mit anderen Worten, der die unterschiedlichsten Gene hat im Vergleich zu ihr selber. Das heißt, die Natur möchte immer Individuen zusammenbringen, Lebewesen, die unterschiedliche Gene haben. Inzucht ist von der Natur her immer schlecht. Inzucht bringt negative Gene zusammen und all diese Dinge. Das heißt, das ist auch eine Inzuchtschranke bei Tieren, dass sie nicht den anderen Partner nehmen. Tja, wie ist das beim Menschen? Ist da auch noch was übrig geblieben in unserem Körpergeruch? Und Sie sehen, auch beim Menschen geht die Liebe offensichtlich durch die Nase. Ein Kollege hier, Klaus Wedekind, hat schon 2002 in einem sehr, sehr guten Journal, Nature Genetics, schon mal eine Studie publiziert, in der er hat nämlich gesagt, ja, wenn das bei uns auch so ist, dann müsst ihr doch mal feststellen, wie ist es denn, wenn nun die Frauen, auch bei Menschen muss man sagen, wählen die Frauen den Mann aus, wir machen uns immer andere Ideen oder haben das immer gerne anders, aber in Wirklichkeit ist es da genauso, zumindest was den Duft anbelangt. Das heißt, wenn beim Menschen das auch so ist, dann schaue ich doch mal, ich suche jetzt mal 30 Leute, die sich nach einem Jahr scheiden ließen, vergleiche den Geruch dieser beiden Partner und untersuche zum anderen 30 Menschen, die über 20 Jahre glücklich verheiratet waren. Soll es geben. Und was er gefunden hat, war, die Leute, die sich gerade scheiden ließen nach einem Jahr, hatten tatsächlich, der Mann und die Frau, untereinander einen hochsignifikant ähnlicheren Körpergeruch als diejenigen, die so lange glücklich verheiratet sind. Das heißt, die Frau hat in diesem Fall den falschen Mann ausgesucht, nämlich den mit einem ähnlichen Körpergeruch. Die hat vielleicht auf den Grundbucheinzug geschaut oder Eintragung geschaut oder die Intelligenz oder Schönheit oder irgendwas sowas Seltsames ausgewählt. Der Körpergeruch kann die Entscheidung sein, dass das so passiert ist. Mit anderen Worten, auch wir Menschen scheinen so ein Wahlsystem noch zu haben. Und für Frauen sind die Männer für Sexualität, muss ich immer noch sagen, am attraktivsten, die möglichst unterschiedlich von ihr riechen. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, weil natürlich so Internetbeziehungen, da riecht man sie ja gar nicht mehr. Da sieht man nur die Bilder noch und kriegt irgendeinen Text und hat gar keinen Geruch mehr. Das kann natürlich nicht so ganz gut gehen. Und deswegen, wenn Sie jetzt mal nachschauen im Internet, viele Partnervermittlungen bieten inzwischen eine Genotypisierung an. Das heißt also, sie bieten an, dass der Partner, den ich aussuche, da kann ich nicht nur sagen, das soll Akademiker sein, 1,80 groß, er soll auch genotypisiert mindestens 57% Unterschied zu mir haben. Also er soll möglichst unterschiedlich zu mir sein. Und das kann man heutzutage, wir können es natürlich sozusagen über Labormethoden relativ simpel machen, jede Organtransplantation, ähnliches, braucht eine Genotypisierung vorher, das ist heutzutage gar keine Kosten mehr, das zu machen. Die Mäuse können das natürlich nicht machen, dann müssen die sich auf ihren Geruch verlassen. Wir könnten es theoretisch auch schon mit der Nase tun. Das Schlimme, sie war vor kurzem da bei Klaus Wedekind in Bern, der inzwischen nach Lausanne umgezogen ist, der hat eine neue Studie gemacht, die eigentlich fast noch erschreckender ist. Hatte große Schwierigkeiten, die zu publizieren, weil die Gutachter gesagt haben, mein Gott, das ist ja eine Bombe, die da tickt. Er hat nämlich gesagt, wie ist es denn mit dem Hormonstatus? Hat das irgendwas damit zu tun, was die Frauen nun während ihres anderen hormoneller Veränderungen wählen? Und eine englische Gruppe hat, glaube ich, gerade vor 3-4 Wochen dasselbe nochmal, das war in allen Zeitungen da, in der Süddeutschen, FAZ, überall dieser Bericht drin, das bestätigt. Wenn Frauen
schwanger sind, ändert sich diese Vorliebe. Dann wählen sie nämlich plötzlich, die Männer sind ihnen lieber, die ähnlich riechen. Das heißt, die Natur hat das umgestellt. Und das hat auch Klaus Wedekind gefunden. Das heißt, wenn sie schwanger sind, dann wollen sie für ihr Kind lieber am Schluss einen zuverlässigen Partner haben, der ihnen hilft, das Kind aufzuziehen. Das sind nämlich eher die Verwandten, die Familienangehörigen und nicht die fremden Männer, in Anführungszeichen. Und deswegen ist das natürlich, das wäre alles noch nicht so schlimm. Das Schlimme daran ist, dass wenn sie die Pille nehmen, die Frauen, dass das nichts anderes ist wie eine Scheinschwangerschaft. Was nämlich Klaus Wedekind auch gefunden hat, ist, dass unter Einnahme der Pille die Frauen auch den falschen Mann wählen, bevorzugen. Also ich habe schon gesagt, eigentlich wird im Bälde auf dem Beipackzettel der Pille stehen, Vorsicht nach Absetzen der Pille gefährden Sie Ihre Ehe. Wäre korrekt. Ja, nur zwei Sätze zu den Pheromonen. Das ist ja immer die Frage, gibt es denn nun wirklich bei Menschen Pheromone? Wir wissen natürlich von den Tieren, dass das eine chemische Sprache ist, die sie intensiv benutzen. Haben wir auch noch sowas? Nun, beim Hund kennt man, dass wenn so ein Hund einen Baum markiert, dass dann der nächste Hund sofort drauf losstürzt und daran riecht. Und er macht es nicht aus Jux und Tollerei, sondern wir wissen, dass er an diesem Geruch unglaublich viele Informationen daraus holt. Ein Hund kann nämlich, wenn er an dem das riecht, was der andere ihm da an den Baum gesprüht hat, er kann nämlich genau sagen, welcher Hund war das überhaupt, der da hingepinkelt hat. War das ein Schäferhund, ein Dackel oder was immer? Also er weiß genau, ob es ein Hund war, der ihn interessiert. Er kann genau sagen, war es ein Männchen oder ein Weibchen. Er kann auch genau sagen, wenn es ein Weibchen war, in welchem Zykluszustand war dieses Weibchen. War sie nämlich gerade läufig oder war sie nicht läufig und ähnliches. Und er kann sogar genau sagen, fast auf die Minute genau, wann dieser Hund vorher dahin gepinkelt hat, bevor er gekommen ist. Weil nämlich in diesem Hundmarkierungsflüssigkeit sind Moleküle drin, die ein Zerfallsdatum haben, also Zerfallszeit haben. Nämlich manche zerfallen innerhalb von wenigen Minuten, die anderen Moleküle drin sind, brauchen Stunden oder Tage. Das heißt, ein Hund kann natürlich sagen, der ist schon vor einer Stunde da gewesen, wäre zwar interessant, aber eine Stunde her, da ist er schon längst weg. Oder das war gerade eine Minute her, nichts wie hin, den kann ich noch erwischen. Sie sehen, also das ist alles Information in dieser Markierungsflüssigkeit. Darum sind die Tiere natürlich so interessiert an diesen Flüssigkeiten. Und das ist alles Pheromone. Das heißt, das sind alles Duftstoffe, die nur die Hunde erkennen und verarbeiten können. Eine Katze, wenn an so einer Hundemarkierung riecht, die kann nur sagen, das war ein Hund, sonst wahrscheinlich nichts. Ja. Das heißt, diese Duftstoffe, die eben ein Tier aussprüht, gelten nur für die Tiere dieser selben Art, aber nicht für andere Tiere. Gibt es also sowas beim Menschen auch? Haben wir auch noch Duftstoffe in unserem Schweiß, die vielleicht bei Ihnen oder bei jedem von uns eine Reaktion auslösen, eine bestimmte? Um ehrlich zu sein, auch wenn Sie im Internet vielleicht Millionen von Hits finden, die das behaupten, bis heute gibt es aus meiner Sicht beim Menschen keinen einzigen Duft, der die Pheromone Anforderungen wissenschaftlich im Nachweis wirklich voll erfüllt. Wir kennen keinen Duft, der bei Menschen so eine immer wiederholbare, reproduzierbare und gleiche Reaktion auslöst. Ich glaube allerdings, dass wir welche haben. Und warum glaube ich das? Die Tiere benutzen zu diesem chemischen Sprache eigene Sensoren. Ich werde Ihnen gleich ein bisschen was über die Riechsensoren sagen, die in den Riechzellen sitzen. Diese Pheromonsensoren schauen anders aus, molekular. Und da gibt es bei der Maus 300 verschiedene, V1, 160, V2, nochmal ungefähr die gleiche Zahl. 300 verschiedene chemische Substanzen, mit denen kommunizieren die Mäuse. Und wir Menschen haben von den 300 Sensoren der Maus nur noch 5 übrig behalten, die wir produzieren. 5 dieser Pheromonrezeptoren. 5 ist nicht viel, sagen Sie einen. Die anderen sagen, und das würde ich dazugehören, wir haben immerhin noch 5. Was können diese 5 Rezeptoren noch riechen, Sensoren, welche Pheromone arbeiten daran, wirken darauf? Viele Labors in der Welt suchen natürlich danach, wir auch. Wir haben gerade, glaube ich, einen Duft gefunden und werden ihn vielleicht dieses Jahr noch zeigen können, dass der, wenn wir diesen Duft nehmen, der einen dieser 5 Pheromonrezeptoren beim Menschen aktiviert, dass dann im Gehirn des Menschen eine ganz bestimmte Gegend aktiviert wird, in der Amygdala, die sonst durch keinen anderen Duft aktiviert wird. Also etwas ganz Besonderes. Und dieser Duft
ist ein chemisches Molekül natürlich, und ich war gerade hier in Berlin bei der Cicel Tollas, das ist also eine, die sich mit Düften sehr beschäftigt, eine Dame, und ich habe da mit ihrem Mitarbeiter, mit ihrem Parfümeur gesprochen, und wir haben so allgemeine Düfte, worauf er sagte, ach, ich glaube, es gibt einen Duft, der macht beim Menschen was ganz Besonderes. Und er nannte genau den Namen dieses Duftes, der diesen Pheromonrezeptor aktiviert. Mir lief es fast kalten Rücken runter. Bei all den vielen Düften, die es in der Welt gibt, dass er genau diesen Duft nannte, den wir gerade, von dem wir glauben, dass er die Pheromonrezeptoren aktivieren kann, die diese seltsame, der diese spezielle Muster im Gehirn macht. Also vielleicht gibt es sowas bei Menschen auch. Die besten Kandidaten, was sie tun können bei uns, wäre natürlich, ich bin fest überzeugt, wir haben einen Angstduft, der uns, Angstschweiß, kennt man auch aus dem Volksmund. Ich glaube, dass wir einen Duft für Kommunikation haben. Attraktivität wünschen wir uns natürlich immer, dass wir einen haben, der uns attraktiver macht, wie beim Grenouille. Und ich glaube auch, dass die menschliche Mutterbrust, wie alle tierischen Brüste, einen Duft abgibt, der spezifisch ist und der das menschliche Kind auch hinweist darauf, das ist die Mutterbrust und nicht was anderes. Da gibt es Nahrung. Und insofern, aber es gibt noch keines, das bisher, ehrlich gesagt, bekannt ist. Das meiste, was Sie finden, ist dieser Duft, Androstenon. Das ist ein Duft, den Männer in relativ hoher Konzentration im Schweiß haben. Und er ist deswegen immer wieder genannt, weil man ihn kennt, nämlich als Pheromon beim Schwein. Nicht, dass Männer Schweine sind, heißt damit, sondern es heißt nämlich nur, dass dieser Duft auch dasselbe Molekül vom Eber produziert wird. Und der Eber produziert diesen Duft, und wenn man diesen Duft, und das, deswegen heißt diese Dose, da ist der Duft drin, Doseneber, wenn man mit diesem Doseneberduft die weibliche Sau besprüht, dann löst das immer wieder die gleiche konstante Reaktion aus, nämlich die bleibt 10 Minuten stehen und rührt sich nicht mehr. Duldungsstarre. Wir wissen natürlich alle, dass das beim Menschen nicht so ist. Aber der Eber weiß natürlich in den 10 Minuten, was er mit der Sau zu tun hat, das ist die Idee dahinter. Aber die Frage ist natürlich, was macht dieser Duft beim Menschen? Nun, Sie wissen ja, dieser Duft riecht leider sehr unangenehm, so zwischen Urin und alter Bettwäsche. Das ist auch der Grund, warum man Eberfleisch nicht essen kann. Sie haben ja wahrscheinlich die Debatte verfolgt in allen Zeitungen, man muss die Eber kastrieren, damit eben dieser Duft nicht produziert wird dann. Und das ist ja immer so ein schmerzhaftes Verfahren, wo ja im Moment sehr eine Diskussion ist. Also, der Eber produziert es, um beim Schwein diese Duldungsstarre auszulösen. Was macht der Duft beim Menschen? Ein Kollege, Professor Kobalt, hat vor Jahren schon mal nachgeschaut und hat zumindest eines gefunden, was einen gewissen Hinweis auf ein Pheromon gibt. Er hat nämlich gefunden, wenn man Frauen diesen Duft bewerten lässt, dann bewerten sie natürlich, und sie hätten es was gedacht, werden mal, ja, ich habe ihn jetzt im Hotelzimmer gelassen, besser, habe gedacht, ist besser dort als hier aufgehoben, dass wenn man diesen Duft riecht, das ist ekelhaft, zwischen Urin und alter Bettwäsche. Aber was er gefunden ist, dass Frauen zyklusabhängig diesen Duft anders bewerten. Wenn sie nämlich den Eisprung haben, nämlich dann, wenn es am meisten Sinn macht, mit dem Mann natürlich zusammen zu sein, dann bewerten sie diesen Duft plötzlich nie positiv, sondern nur signifikant weniger unangenehm. Und das könnte allein schon ausreichen, dass die Natur damit die beiden Geschlechter mehr zusammenbringt, weil der Mann riecht jetzt nicht mehr ganz so unangenehm wie sonst. Und damit wäre es natürlich ein Pheromon, um die Sexualität, die Reproduktion zu verstärken. Also das ist eigentlich das Einzige, was man zu den Pheromonen dazu sagen kann. Wir suchen danach, bin gespannt, was rauskommt. Wie gesagt, Angst ist eigentlich der beste Kandidat. Man kann Hunde trainieren, dass sie Menschen am Angstduft erkennen können. Also ein Kollege von mir hat ein Kino gemietet mit 3 verschiedenen Filmen. Ein Horrorfilm, ein Liebesfilm und ein Sexfilm. Und sein Hund, und er hat über 100 Leute jeweils reingesetzt, sein Hund konnte 100-0 erkennen am Geruch, aus welchem Film die Leute kamen. Er hat sofort den Angstgeruch der Horrorfilmleute erkannt, er konnte jeden identifizieren, der im Horrorfilm war. Und man kennt auch, dass alle Tiere so einen Angstgeruch abgeben. Von einigen Tieren ist er sogar isoliert. Der ADAC hat inzwischen über 30.000 Kilometer Angstduftzaun gelegt. Auch auf der Autobahn nach Berlin von Hannover gibt es einen Angstduftzaun. Das heißt, statt einem Zaun bläst man diesen Angstduft für Wildtiere, Rehe und Hirsche an der Autobahn raus. Und die Hirsche kommen, die Rehe kommen an, riechen den Angstduft und kehren wieder um und laufen nicht auf die Autobahn. Sie sehen, das ist eigentlich ein idealer Duft für solche Zwecke. Nun aber zur Frage, wie können wir überhaupt einen Duft wahrnehmen? Wie können Sie diesen Duft, den ich jetzt hier rumgereicht habe, überhaupt riechen? Nun, ich habe ja schon gesagt, alles muss
erstmal in die oberste Etage der Nase kommen. Dort sind die Riechsinneszellen, das sind diese gelben Zellen. Und die sind natürlich vom Nasenschleim bedeckt. Und das Duftmolekül muss hier durch und trifft dann auf diese fingerförmigen Fortsätze einer Riechsinneszelle. Die Riechsinneszelle hat am anderen Ende einen langen Nervenfortsatz, der ist hier abgeschnitten. Der leitet die Information hier oben bis ins Gehirn rein. Wenn ein Duftmolekül ankommt, dann muss das Duftmolekül in dieser Wand, in dieser Membran, dieser Riechsinneszellen, einen Rezeptor, ein Eiweiß finden und mit dem Kontakt aufnehmen. Und wenn ein Duftmolekül mit diesem Rezeptor interagiert, dann wird in der Riechsinneszelle eine komplizierte biochemische Maschinerie angeschaltet. Ich will da gar nicht darauf näher eingehen. Eine Verstärkungsmaschinerie, dass eine Reaktion mit einem Rezeptor ungefähr 2000 Moleküle von diesem zyklischen Adenosinmonophosphat, CAMP abgekürzt, in der Zelle herstellt. Und diese Moleküle, jedes dieser Moleküle kann nun von innen in der Zelle eine Röhre öffnen. Also in der Membran dieser Riechsinneszellen sind lauter Kanäle, die sind geschlossen. Wenn das CAMP hier unten andockt, dann geht der Kanal auf. Und durch diesen Kanal kann aus dem Nasenschleim Natrium und Calcium, also positiver Strom, in die Zelle fließen. Und wenn der Strom groß genug ist, der hier reinfließt, dann wird über die ganze Zelle weitergeleitet bis zum Gehirn und informiert das Gehirn, dass die Zelle erregt wurde, dass da ein Duft da war. Das passiert immer, wenn Sie was riechen. Das Spannendste ist natürlich dieser Rezeptor, der den Duft erkennt. Und den haben zum ersten Mal Linda Buck und Richard Axel 1991 gefunden, bei Mensch und Tier. Und wir waren dann die Ersten, die eben den menschlichen Rezeptor identifiziert haben. Richard Axel und Linda Buck haben die Rattenrezeptoren gemacht. Haben dafür auch 2004 den Nobelpreis erhalten. Nun, was sie gefunden haben, war, oder was wir inzwischen wissen, ist, dass beim Menschen es, wie bei Mäusen und Ratten, auch die größte Genfamilie ist im Genom und dass beim Menschen 350 verschiedene solcher Sensoren existieren, solcher Rezeptoren. 350 verschiedene Typen. Damit decken wir die gesamte Duftwelt, die wir wahrnehmen können, ab. Bei der Maus sind es übrigens 1000, beim Hund auch etwa 1000, deswegen können die auch viel besser riechen. Nun, das zweite Wichtige, was Sie mit heimnehmen sollten, ist, dass jede Ihrer Riechzellen in der Nase, Sie haben 30 Millionen davon, nur einen dieser Rezeptortypen herstellt. Also nicht, dass eine alles kann, alles riechen kann, sondern jede Riechzelle stellt nur einen Rezeptortyp her. Die eine macht also einen Rezeptor für Vanille, die andere für Moschus, der dritte für Buttersäure und so weiter. Sie haben also insgesamt 350 Zelltypen in der Nase, 30 Millionen Zellen insgesamt. Das bedeutet, jeder Zelltyp kommt in 100.000 Kopienzahlen vor. Sie haben 100.000 Zellen, die können Vanille riechen, 100.000 Zellen Maiglöckchen, 100.000 Zellen Moschus. Und das Letzte und Unangenehme an dieser Information ist, dass wir bisher erst von 5 dieser 350 Rezeptoren wissen, welchen Duft sie riechen können. Das ist natürlich wahnsinnig wenig. Ich selber kenne vielleicht 10, 15 mehr. Wir sind im Moment, glaube ich, weltweit das einzige Labor, das diese menschlichen Riechrezeptoren herstellen kann. Denn das Idee dahinter, das Problem ist, warum man so wenig weiß, ich muss jeden Rezeptor, von dem ich wissen will, was er riechen kann, einzeln synthetisch sozusagen aus dem Genom klonieren, synthetisch herstellen und testen, welchen Duft kann der riechen. Also, mit anderen Worten, wenn ich wissen will, was kann der Rezeptor 174 riechen, das ist also einer dieser 350, das war der erste, den wir entschlüsselt haben. Wir haben gesagt, wir wollen wissen, was kann der Rezeptor 174, welchen Duft kann der riechen. Dann musste man das Gen ausschneiden. Dieses Gen schleust man dann in Zellen ein, von denen man weiß, dass sie nicht riechen können, nämlich Nierenzellen nehmen wir. Jede dieser blauen Punkte ist eine Nierenzelle. Wir bauen also diesen Rezeptor aus der Nase 174 in die Nierenzelle ein und damit hat auch diese Nierenzelle sozusagen diesen Rezeptor an der Oberfläche. Dann geben wir noch einen kalziumsensitiven Farbstoff in die Zellen, einen Indikatorfarbstoff, dass wenn der Rezeptor aktiviert wird, die Zelle erregt, dass dann die Farbe der Zelle von blau sich nach rot verändert. Okay, und jetzt geben wir einfach eine Duftmischung auf diese Zellen drauf hier und schauen mal, was passiert, wenn ich das mache. Jetzt kommt der Duft. Dann sehen Sie, das sind die einzigen Nierenzellen der Welt, wenn ich die bedufte, die erröten, die ihre Farbe nach rot verändern, weil sie plötzlich einen Riechrezeptor aus der Nase eingebaut gekriegt haben. Die Duftmischung, die wir draufgegeben haben, hatte natürlich über 100 verschiedene Duftstoffe und damit mussten natürlich einige Diplomanten und Doktoranden sich damit beschäftigen, dass sie diesen Einzelduft identifizieren. Letztendlich hat sich herausgestellt, es war ein einziges Molekül in dieser Mischung, das diesen Rezeptor aktivieren konnte, Cyclamal. Das ist das Maiglöckchenmolekül. Wir hatten also zufällig den Maiglöckchenrezeptor entdeckt.
Wir hätten auch sein können, dass wir irgendein Buttersäure oder Moschus oder irgendeinen anderen entdecken oder Vanille oder sonst was. Es war eine Maiglöckchenrezepte. Reiner Zufall, weil wir den 174er wissen wollten. Also 174 kann Maiglöckchenduft wahrnehmen. Nun, das Spannende war, dass wir bei der Gelegenheit auch gefunden haben, es gibt zu jedem dieser Rezeptor nicht nur einen aktivierenden, sondern auch einen hemmenden Duft. Das heißt, ich kann zu jedem Rezeptor einen Duft entwickeln, der den Rezeptor hemmt, der also verhindert, dass der Rezeptor aktiviert wird. Für den Maiglöckchenrezeptor 174 war es die Substanz undekanal. Also ich habe das nahe dabei, wer es mal testen will. Wenn Sie Maiglöckchenduft nehmen und mischen den mit undekanal, dann riechen Sie kein Maiglöckchen mehr. Sie riechen auch weiterhin Veilchen und Rosen und Schweinsbraten und irgendwie Sauerbraten oder was immer Sie haben wollen, nur kein Maiglöckchen mehr. Das heißt, Sie können wirklich selektiv einzeln Ihre 350 Rezeptoren ausschalten. Für Maiglöckchen ist weniger spannend, weil natürlich jeder riecht gern Maiglöckchen. Stellen Sie sich vor, ich wüsste jetzt, welcher meiner Rezeptor Buttersäure riechen können, Schweißgeruch. Einer der 350 ist es. Ich könnte einen Blocker machen, würde mich einsprühen, würde stinken wie ein Iltis, niemand von Ihnen wird es mehr riechen. Super. Oder die Weinkenner fangen erst zu träumen an, Korkenduft. Korkel macht den ganzen wunderbaren Wein kaputt. Das ist ein chemisches Molekül. Wenn ich wüsste, welcher der menschlichen Rezeptor auf diesen Korkenduft antwortet. Antiduft, wunderbar, könnte einen herrlichen Barolo, Brunello und wie die noch so korkelt. Ich würde alle Aromen wahrnehmen, nur kein Korken mehr. Sie sehen, welche Potenziale es hat. Wir kennen leider nur von den Rezeptoren, von den 10, 15, die wir jetzt kennen, einen Antiduft. Leider ist der Korkenduft noch nicht dabei. Ja, man kann auch natürlich zeigen heutzutage, wie diese Interaktion zwischen dem Duftmolekül und dem Protein passiert. Wir wissen, und das konnten wir im letzten oder vorletzten Jahr 2007 eben machen, dass wir genau im Rezeptor diese Tasche definieren können, in die das Duftmolekül sich einlagern muss. Das heißt also, ein Rezeptor ist wie ein Schlüssel, der Rezeptor ist das Schloss, das Duftmolekül der Schlüssel und das muss genau da reinpassen, nur der kann ihn aufsperren. Und deswegen kann ich Ihnen den Film auch so ein Modeling zeigen. Wir versuchen natürlich, das zu modellieren inzwischen. Hier ist die Tasche, wo das Duftmolekül reinpassen soll. Das passt jetzt gar nicht rein, deswegen kann der Rezeptor dieses Duftmolekül auch nicht wahrnehmen. Dagegen diesen Duft, schauen Sie mal, der passt jetzt da rein in dieses Schloss, sperrt ihn auf und dreht den Rezeptor so um, dass er dann die Zelle aktiviert. Ein Antagonist, ein Blocker, würde jetzt auch reinpassen wie ein Schlüssel, der ins Schloss passt, aber den nicht umdrehen kann. Wird da drin stecken, wird natürlich verhindern, dass der richtige Duft da rein kann und damit natürlich verhindern, dass Sie den Duft riechen können. Also so stellt man sich heutzutage vor, wie das funktioniert. Nun, ich will Ihnen noch zwei Dinge zum Riechen zeigen, bevor ich dann noch kurz zu einem anderen Thema komme, nämlich wie kommt es, dass Sie manche Düfte nach einer kurzen Zeit nicht mehr riechen können. Sie wissen, wenn Sie im Raum kommen und da riecht es relativ, stinkt es im Raum, dann sagen Sie, ja, bei euch stinkt es ganz schön herin. Wenn Sie in eine Viertelstunde herin sind, riechen Sie nichts mehr. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Riechzelle den elektrischen Strom nach einer gewissen Zeit abschaltet, vor Überreizung schützt. Das heißt, das Calcium, das durch den Kanal strömt, dockt von innen an diesen Kanal an und blockiert den Kanal wie so ein Stöpsel, wie so ein Korken und verhindert, dass nach einer gewissen Zeit noch Strom durch diese Röhre fließt und damit ist natürlich das Riechvermögen weg. Das haben wir schon vor etwa 10 Jahren zeigen können, diesen Mechanismus. Nun, betrifft uns das? Es betrifft uns natürlich, genau wie Tiere. Also auch ein Hund adaptiert, wenn er einen Geruch riecht, nach einer gewissen Zeit. Das heißt, wenn ein Hund einen Fasan jagt, hier läuft der Fasan, hier ist der Jagdhund, dann sehen Sie, dass der Hund riecht den Fasan hier. Der Hund ist nicht blöde und läuft die ganze Zeit in der Duftspur des Fasan, was er natürlich tun könnte, hält sich immer in dessen Duft auf, dann wird er nämlich adaptieren und wird ihn nicht mehr riechen. Was macht er? Er läuft zickzack. Er läuft hier raus, holt eine Prise frische Luft, kommt wieder zurück. Also wenn Sie in dem Raum adaptiert sind an den Gestank, dann gehen Sie raus in die frische Luft. Wenn Sie wieder reinkommen, riechen Sie es wieder. Und genau das macht der Hund auch. Und mit diesem Zickzacklauf kann er dann der Adaptation aus dem Weg gehen. Vor kurzem haben Kollegen das mit Menschen gemacht. Sie können das selber mal ausprobieren, im Garten Schokoladeduft legen, eine Schokoladeduftspur. Dann machen Sie mal die Augen, verbundene Augen und kriechen mal entlang, dann riechen Sie die Schokolade. Und da werden Sie auch sehen, in der Zeit fangen Sie an, so Zickzackläufe zu machen, um nämlich auch der Adaptation zu entgehen. Das ist irgendwie also genetisch wohl dieser Mechanismus bei uns auch drin. Nun, ich will Ihnen noch zwei Dinge zeigen, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Nämlich, Düfte spielen nicht nur in Ihrer Nase eine Rolle, sondern an verschiedensten Stellen Ihres Körpers.
Normal sage ich sogar einen provozierenden Satz: Wenn Ihr Vater keine Riechrezeptoren besessen hätte, wäre keiner von Ihnen hier im Raum auf der Welt. Und warum? Weil auch diese Zellen des Menschen, Spermien, solche Riechrezeptoren aus der Nase besitzen. Das heißt, ein Teil dieser Riechrezeptoren aus der Nase kommt auch in anderen Körperzellen vor. Und den ersten, der überhaupt gezeigt werden konnte, war eben in unserem Labor vor fünf Jahren, der Spermienrezeptor. Das heißt, menschliche Spermien besitzen auch Riechrezeptoren an der Oberfläche und zwar interessanterweise den Maiglöckchenrezeptor, 174. Und als wir das gefunden haben, war natürlich die Frage als erste, dann müssen ja Spermien Maiglöckchen riechen können. Und Sie sehen, wir haben dann menschliche Spermien genommen, haben Maiglöckchenduft draufgegeben und auch die, jetzt kommt der Maiglöckchenduft, sehen Sie, auch die werden rot. Auch menschliche Spermien erröten, wenn sie Maiglöckchen riechen. Das heißt, sie werden durch Maiglöckchenduft erregt. Wozu brauchen um Himmels Willen menschliche Spermien Maiglöckchenduft? Das ist ja auch der Titel des Buches, den ich ja da geschrieben habe. Das Maiglöckchenphänomen kommt von diesem Erfindung. Nun, die brauchen es deswegen, weil nämlich die menschliche Eizelle einen Maiglöckchenduft abgibt. Das heißt, die riecht nach Maiglöckchen. Sie sehen normalerweise, wenn man im Mikroskop Spermien anschaut, schwimmen die irgendwie alle im Kreis rum, wisseln da irgendwie rundherum umher. Wenn ich hier oben eine Duftquelle anbringe mit Maiglöckchenduft, wo Maiglöckchenduft ausströmt, dann kann man zeigen, dass ab einer bestimmten Konzentration die Spermien plötzlich ihre diffuse Schwimmbewegung ändern und alle, Sie sehen, die Pfeile geben nach oben, alle schwimmen kerzengerade auf die Maiglöckchenduftquelle zu. Also Spermien schwimmen in Richtung Maiglöckchenduft und verdoppeln die Geschwindigkeit, nichts wie hin. Die menschliche Eizelle produziert also eine Art Lockduft, der die Spermien anlockt und dieser Lockduft weist ihnen natürlich auch den Weg zur Eizelle. War ja nicht ganz so verwunderlich, denn der weibliche Genitaltrakt, da ist es ja finster, sehen tun sie nichts, hören tun sie nichts, die Spermien, wie sollen sie dann in Gottes Willen diesen Weg da oben hin finden? Da hilft ihnen diese Lockduft, diese Lockspur. Wir haben gerade gezeigt, dass es nicht einen Duft gibt, sondern dass sogar die weibliche Eizelle einen ganzen Blumenstrauß, ein Bouquet abgibt. Über 40 verschiedene Duftmoleküle, verschiedene Rezeptoren werden benutzt, um diesen wichtigen Weg der Fertilisation zu machen. Und das ist natürlich bei jedem Tier ein anderer Blumenduft. Das ist natürlich auch der Grund, warum jetzt ein Hunde, Affen oder sonstiges Spermium in einem anderen Organismus nicht funktioniert. Weil natürlich die Spermien schon den Duft dieser anderen Eizelle nicht erkennen. Also Spermien benutzen diesen Duft als Orientierungshilfe, um die Eizelle zu finden, Maiglöckchenduft. Und wenn natürlich Spermien keinen Maiglöckchenrezeptor hätten, weil der Mann eben keine Maiglöckchenrezeptoren besitzt, dann sind die Spermien unfruchtbar und werden die keine Eizelle befruchten können und finden können. Nun, der Antagonist, diesen Blocker und der Kanal, habe ich Ihnen ja gesagt, der blockiert natürlich auch die Nase der Spermien und in Gegenwart von Antagonisten konnten jedenfalls Kollegen aus Belgien inzwischen zeigen, können Spermien auch Eizellen nicht befruchten, weil sie sie nämlich gar nicht erkennen. Also sozusagen ein nicht hormonelles Empfängnisverhütungsmittel, weil nämlich den Spermien die Nase zugehalten wird. Damit natürlich nicht genug. Die neuesten Arbeiten, die jetzt gerade vor 2 oder 3 Wochen erschienen sind aus dem Labor, die gehen noch ein Stück weiter. Uiuiui, jetzt muss ich mal da irgendwie das mal ausmachen hier, dass das nicht übel wird. Die gehen noch ein Stück weiter, hoffe ich jetzt jedenfalls. Nämlich, es gibt nicht nur in Spermien diese Rezeptoren, sondern eigentlich im ganzen Körper. Und Sie sehen mal ein Beispiel für Wissenschaftsproblematik. Die beiden Nobelpreisträger haben in ihrer Arbeit geschrieben, dass die olfactory Rezeptoren, die Riechrezeptoren, exklusive in der Nase exprimiert werden und sonst nirgends. Und sie haben es immerhin 10 Jahre geschafft, alle anderen Labors, die schon länger wissen, dass sie auch in anderen Stellen des Körpers vorkommen, zu unterdrücken, sie nicht zuzulassen. Die kriegen alle Arbeiten auf den Tisch zur Begutachtung für die Journale und haben immer gesagt, das ist Käse, das gibt es nicht. Diese Spermienarbeiten sind Gott sei Dank entgangen, weil natürlich die Spermienleute sie nicht den Nobelpreisträgern geschickt haben. Inzwischen gibt es aber natürlich viele andere Beispiele, dass diese Riechrezeptoren in unterschiedlichsten Geweben ihres Körpers vorkommen. Wir wissen, dass sie in der Prostata vorkommen. Wir wissen, dass sie im Gehirn vorkommen und in der menschlichen Haut. Wir haben vor 3 Wochen eine Arbeit publiziert, wo wir zeigen konnten, dass sie in der Prostata gibt es einen Rezeptor aus der Nase, nämlich den Rezeptor für Veilchen.
der Veilchenduft wahrnehmen kann, gibt es in männlichen Prostatazellen, in der Oberfläche. Und das Spannende war, dass vor allem Prostatakrebszellen, Karzinomzellen, diesen Duft in riesigen Mengen diesen Rezeptor in riesigen Mengen herstellen. Und wir haben natürlich gesagt, was macht der Rezeptor da, wenn man den aktiviert mit Veilchenduft? Und was wir gefunden haben, ist, dass die Aktivierung die Teilungsrate dieser Zellen stark reduziert und den Krebs eigentlich fast zum Stillstand bringt. In der Kultur können wir menschlichen Prostatakrebs, den wir aus OP-Material kriegen, mit Veilchen beduftet, nahezu zur völligen Stillstand der Zellteilung bringen. Induziert durch einen Riechrezeptor. Und das Sie sehen, und das Spannende ist, das ist das Veilchenmolekül chemisch. Das ist ein Steroid, ein Metabolit des Testosterons. Und wenn Sie genau hinschauen, dann finden Sie die Struktur des Veilchenmoleküls. Diese Struktur ist der Sauerstoff, der Kohlenstoff, dieser Ring. Das ist auch hier drin, der Sauerstoff, der Kohlenstoff, dieser Ring. Das heißt, der Grund, warum dieses Steroid, dieses Hormon, auch diesen Veilchenrezeptor aktivieren kann, ist, weil es eine gewisse chemische Strukturähnlichkeit gibt. Und das ist wahrscheinlich auch die Substanz, die eben in der Natur für diesen Rezeptor gedacht ist. Es gibt keinen Veilchenduft in der Prostata, sondern da wirkt dieses Steroid. Und Sie sehen, das ist also ein sehr, sehr spannender, wir wissen inzwischen, ein Rezeptor für das Melanom, für den schwarzen Hautkrebs, für Mammakarzinom, für Brustkrebs. Das gibt es in vielen Gegenden. Wir arbeiten an über 40 Rezeptoren in der Leber, an denen wir zurzeit arbeiten. Es gibt etwa 25 Rezeptoren im menschlichen Herzen. Im Darm gibt es Rezeptoren. Also es ist eine riesige Spitze des Eisberges. Wir sind sehr gespannt, was diese Riechrezeptoren aus der Nase in diesem ganzen Körper alle für Funktionen haben. Und die letzten zwei, drei Bilder will ich Ihnen noch zeigen. Nochmal zurück zum Riechen und zu Ihrer Nase. Wir müssen natürlich immer noch fragen, ich weiß jetzt, wie ich einen Duft wahrnehme, einen chemischen, einen Duft, wie Sie ihn gerade riechen. Da wird dieser Rezeptor aktiviert, dann wird der Strom ins Gehirn geleitet und dann weiß das Gehirn, die Vanillezelle wurde gerade aktiviert. Und Wissen tut es daran, das Gehirn, dass nämlich, wenn man die Riechschleimhaut des Menschen anschaut, dann haben wir gesagt, es gibt 350 Zelltypen, ich habe es ja hier nur ein paar dargestellt mit verschiedenen Farben, die senden ihre Nervenfortsätze durch den Schädelknochen hindurch in das Riechhirn hinein. Das menschliche Riechhirn, wenn Sie wie eine Salamischeibe aufschneiden, dann finden Sie, dass das menschliche Riechhirn lauter kleine, kugelförmige, zelldichte Ansammlungen hat. Glomeruli nennt man die. Und wenn man die Zahl dieser Kügelchen zählt, dann kommt man auf die erstaunliche und Sie vielleicht gar nicht mehr verwundernde Zahl, Sie werden es ahnen, von 350. Das menschliche Riechhirn hat 350 kleine Kugeln. Das legt natürlich nahe, dass jeder Zelltyp, die grünen Maiglöckchenzellen, die blauen Moschuszellen, die roten Buttersäurezellen, senden ihre Nervenfortsätze in ein und ist ja immer in eine bestimmte Kugel. Also es gibt eine Maiglöckchenkugel, Moschuskugel und so weiter. Und Sie sehen, wenn man das anfängt, hat Peter Mombatz, der ist gerade Max Planck-Tag, der in Frankfurt geworden ist, vor vielen Jahren schon gemacht. Wenn man alle Maiglöckchenzellen blau färbt, dann sehen Sie, die Nervenfortsätze aller dieser Zellen enden punktgenau an einer winzigen Kugel in ihrem Riechhirn. Und wenn nur die Maiglöckchenzellen aktiviert werden, dann kriegt nur die Maiglöckchenkugel Strom, das Maiglöckchenglomerulus. Und das bedeutet, das lernen Sie, das ist Maiglöckchenduft. Das ist ja einfach. Das meiste, was Sie aber riechen, sind aber keine Einzeldüfte, chemische, sondern Mischungen. Also Blumendüfte, Kaffeeduft, Parfums ist eine Mischung aus 50, 100, 150 verschiedenen Duftmolekülen. Und damit werden natürlich auch 50, 100, 150 verschiedene Zelltypen aktiviert, von jedem Duftmolekül ein anderer. Und damit auch im Gehirn 50 oder 100 verschiedene Kugeln gleichzeitig aktiviert. Und jetzt müssen Sie also, um diesen Duft wiederzuerkennen und zu lernen, natürlich diese Kugelkombination lernen. Also ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht. Wenn Sie also als Weinkenner einen Traminer von einem Veltliner unterscheiden wollen, dann müssen Sie diese beiden Kugelkombinationen, die nicht wie in diesem Fall wahrscheinlich irgendwie 8 Kugeln, sondern wahrscheinlich 80 sind, dieses Muster müssen Sie lernen. Und Sie sehen, manche Kugeln gibt es natürlich bei beiden Weintypen, nämlich die Innerkugeln. Das ist, daran erkennen Sie den Wein. Jeder Wein aktiviert diese Kugel. Daran wissen Sie, dass ein Wein ist. Und dann gibt es eben bei jedem Weinsorte eine spezielle Duftmischung noch dazu, je nachdem, welche Traubensorte es ist. Produziert ein anderes Aroma, andere Dufte. Und daran erkennen Sie dann, ob es ein Traminer oder Veltliner ist. Und wenn Sie jetzt unglaublich viel üben, Sie müssen das immer riechen, Veltliner, Traminer, Veltliner, Traminer. Wenn Sie das 100 Mal machen, dann erkennen Sie die beiden Muster auseinander.
Wenn Sie jetzt noch mehr öfters machen, 1000 Mal, dann können Sie vielleicht sogar einen Traminer vom Jahrgang 2002 von einem von 2005 unterscheiden. Der unterscheidet sich dann in 80 Kugeln vielleicht nur noch in 4 unterschiedlichen Kugeln. Aber durch Üben, Trainieren können Sie Ihr Riechen verbessern. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger auch Information für heute Abend. Je mehr Sie riechen üben, je mehr Sie trainieren, umso besser riechen Sie. Ein Parfümeur hat die gleichen 350 Sensoren wie Sie auch Rezeptoren. Er übt nur jeden Tag 1 bis 2 Stunden. Und damit können Sie auch Wein oder auch andere Dinge verbessern. Und wenn Sie natürlich mal was gelernt haben, können Sie wieder auch weglassen. Das Gehirn ergänzt es dann wieder. Aber zuerst müssen Sie mal diese Muster unterscheiden lernen. Das ist also, Riechen ist viel schwieriger als Buchstaben. Sie haben beim Riechen ein Alphabet mit 350 Buchstaben. Sie können mit diesen 350 Buchstaben jedes beliebige Wort machen. Ganz lange Wörter mit 100 Buchstaben oder kurze mit 10. Und die müssen Sie aber alle, diese Muster, sich einprägen. Sonst können Sie keinen Duft wiedererkennen oder benennen. Und das ist der Grund, warum Riechen so viel schwieriger ist, als zum Beispiel Wörter erkennen. Und das fasst Ihnen das nochmal zum Schluss zusammen. Solange Sie atmen, riechen Sie. Sie können Riechen auch nicht abstellen. Das heißt, Sie sind Düften immer ausgeliefert. Sie müssen die Luft anhalten, das können Sie nicht allzu lange aushalten. Mit dem Atmen, es wird auch das Letzte sein, was Sie im Leben tun, mit Ihrem letzten Atemzug werden Luftmoleküle noch in Ihre Nase kommen, mit der Atemluft ganz nach oben transportiert in die oberste Etage, wo die Riechsinneszellen sind. Und jedes Duftmolekül, die grünen Maiglöckchenmoleküle, die blauen Moschus oder die roten Buttersäuremoleküle, jedes Duftmolekül muss nun die Zelle finden, die denn das richtige Schloss, sprich den richtigen Rezeptor an der Oberfläche hat. Und wenn das also geklappt hat und die beiden sich miteinander verschmolzen sind, dann wird dieser elektrische Strom ausgelöst, also die biochemische Maschinerie angeschaltet, Kanäle aufgemacht, der Strom, und der fließt dann über die Nervenbahnen in Ihr Riechhirn, in Ihr Gehirn und erzeugt dieses Aktivitätsmuster, an dem Sie den Duft dann wiedererkennen. Vielleicht nur noch 2 Sätze dazu. Das heißt also, das Riechsystem erneuert sich im Übrigen alle 4 Wochen komplett. Alle 30 Millionen Riechzellen in Ihrer Nase werden einmal im Monat neu gemacht, komplett neu. Und die Nervenverbindungen müssen dann einmal im Monat von den neuen Zellen natürlich auch wieder in die Kugeln laufen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Minute rede, dann laufen ungefähr 1000 neue Nervenfortsätze, krabbeln hier durch Ihre Naht, durch Ihr Gehirnknochen hindurch, durch die kleinen Löcher, die dort sind, darum nennt man das Siebbein, durch Ihre kleinen Löcher im Gehirn hindurch und suchen sich gerade in dem Moment, wo ich rede, die richtige Kugel. Ein irrsinniger Gedanke, dass das alles passiert, werden wir hier gar nichts davon merken. Und jedes Nervenfortsatz findet wieder die richtige Kugel, die zu ihm gehört, die nämlich die anderen diesen Rezeptor beinhaltet. Und das ist das letzte Bild, das ich Ihnen heute zeige, weil natürlich immer die Frage ist, was kann ich jetzt mit diesem Wissen tun? Sie sehen, das Marketing hat sich schon eine Menge Dinge einfallen lassen. Düfte werden eingesetzt, um Ihr Kaufverhalten zu beeinflussen. Es gibt natürlich Raumbeduftung überall in allen Geschäften heutzutage. Etwas übel ist dieser Embryonalduft, weil es natürlich heißt, Sie können natürlich schon zum Beispiel eine Schwangerenabteilung mit einem speziellen Duft versehen und die Kinder riechen ja, wie ich Ihnen erzählt habe, mit der Mutter den Duft und werden dadurch schon geprägt auf ein späteres Produkt, das vielleicht dann auch in dem Kaufhaus zu kaufen gibt. Wir können Kaufentscheidungen beeinflussen mit Düften. Sie brauchen nicht glauben, wenn Sie eine Orange kaufen im Supermarkt, dass die also nach irgendwie 3 Monaten Weg von, was weiß ich, von Südamerika noch irgendeinen Orangenduft hat. Die wird dann einfach mal in der Früh nochmal mit Orangenduft eingesprüht, damit die auch gut riecht, damit Sie die auch kaufen, sonst würden Sie es ja nicht kaufen, ja. Manche Tomaten würden es vielleicht auch gut brauchen können, wenn man sie nicht einsprüht. Neuwagenduft ist auch so etwas. Wenn ein Wagen nach Neuwagen riecht, dann kaufen Sie ihn lieber. Neuwagenduft ist positiv besetzt. Es gibt sogar inzwischen Duft von Etiketten, damit Sie schon den Wein riechen können und kaufen können. Sie können natürlich Kunden anlocken mit Brotduft, Kaffeeduft, Wäscheduft. Ich habe vorher noch ein Espresso getrunken da in Berlin. Das war so eine Dame, die ihm gesagt hat, warum sind Sie denn da? Und habe gesagt, ich halte einen Vortrag über Riechen. Dann sagt sie, mein Gott, ich sitze hier in so einer ganz kleinen Ecke da in Berlin und kein Mensch kommt rein. Habe so einen wunderbaren Kaffee. Haben Sie mir denn nichts? Können Sie mir denn nicht Ihren Kaffeeduft geben? Wenn ich den hier rausblasen würde, dann wird eben jeder, der draußen vorbeiläuft, riecht den wunderbaren Kaffeeduft und sagt, wo kommt der her? Da gehe ich rein. Ja. Ich habe gesagt, sie braucht sich nur an die Industrie zu wenden, kann man heutzutage alles kaufen. Auch in den ganzen Kaffeeshops natürlich, ist völlig wurscht, ich will keine Marken nennen. Dieser Kaffeegeruch, den Sie aus diesen Kaffeeshops kennen, der kommt nicht von den Bohnen, die Bohnen duften nach nichts mehr. Der kommt rein synthetisch natürlich aus dem Labor mit diesem intensiven Kaffeeduft natürlich in jedem Ihrer Kaffeeshops, wo Sie einkaufen. Nun, Kundenbindung ist auch was ganz Neues natürlich. Das heißt, man kann natürlich einer Marke nicht nur ein optisches Zeichen geben, ein Mercedes, nicht nur ein Mercedes-Stern,
sondern auch einen Mercedes-Duft geben zum Beispiel. Das heißt, wenn Sie also als Schwangere und als Kind schon einem 7er BMW-Duft zum Beispiel aufgewachsen sind, dann werden Sie später natürlich immer diesen 7er BMW-Duft als ganz toll empfinden und so einen billigen 3er Duft zum Beispiel dann weniger gut schätzen. Oder Samsung beduftet alle Chassis der Geräte inzwischen mit einem bestimmten Samsung-Duft. Das heißt, Samsung hat dann einen Duft entwickelt, der nur Samsung-spezifisch ist. Wenn Sie vielleicht als Kind schon unter dem Weihnachtsbaum immer Samsung gerochen haben vom Fernseher, werden Sie später automatisch, wenn Sie 5 Fernsehmarken zur Auswahl haben, vielleicht, ohne dass Sie es Ihnen bewusst ist, natürlich Samsung wählen. Sie werden sich irgendwas anderes erklären, als Erklärung dienen, aber in Wirklichkeit war es der Duft. Also Corporate Identity Duft ist was ganz Modernes und da gibt es natürlich inzwischen wahnsinnig viele andere Beispiele, die wir auch noch anführen könnten, aber das ist nur ein paar Beispiele. Und ja, das sind die Leute, die eigentlich die meisten Arbeiten in meinem Labor gemacht haben hier, die sollen natürlich unbedingt erwähnt werden, die für viele der Daten verantwortlich sind. Das ist die ganze Gruppe meines Lehrstuhls, etwa 60 Leute arbeiten bei mir zurzeit an diesen Duftexperimenten. Und das ist ein Buch, wer mehr wissen will darüber, für Otto Normalverbraucher, für jedermann geschrieben, das Maiglöckchen-Phänomen. Ich glaube, wer es liest, hat sicher Spaß dran und erfährt eben natürlich viel mehr, als ich hier sagen konnte. Vielen Dank jetzt für Ihre Aufmerksamkeit.